بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein letzter Gesandter und Diener ist. Wie bereits angekündigt, wir machen heute einen Unterricht, in dem wir Allah Azza wa Jalla darum bitten, dass er uns Erfolg gibt und Aufrichtigkeit in unseren Handlungen, dass er von uns annimmt und dass er unsere, jede Tat, die wir machen, für sein Angesicht machen und dass er es segnet. Denn bei Allah Azza wa Jalla, es gibt keine Handlung, die man für Allah subhanahu wa ta'ala macht, außer dass Allah ta'ala diese Person segnet. Und vor allem, wenn es darum geht, nach Wissen zu suchen. Und auch in diesem Zusammenhang dann dementsprechend befindet sich vor uns circa eine Woche die Tage von Dhul-Hijjah. Und die Tage von Dhul-Hijjah, das sind besondere Tage, die sehr, 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 sehr wichtig sind. Denn eines sollte man wissen: In diesem Zusammenhang machen wir oder praktizieren wir die Methode der Salaf. Warum? Weil bevor wir eine Handlung machen, wollen wir das Erlernen oder das Wissen uns eignen dazu. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt das Wissen zusammen mit der Handlung immer sozusagen im Zusammenhang. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, al-Asr, inna al-insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa aminu s-salihati, wa tawasaw bil-haqqi, wa tawasaw bil-sabr. Allah ta'ala sagt sinngemäß, beim Nachmittag, Allah ta'ala schwört, danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala sagt, jeder Mensch ist in Verlust, außer diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke machen. Diese rechtschaffenen Werke bedeutet, davor findet diejenigen, die glauben. Und das ist das Wissen, was man sich eingeeignet hat. Und danach kommt sozusagen was? Die rechtschaffenen Handlungen. Und das finden wir im Koran. Und so war auch die Methode der Salaf. Und Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat in seinem Werk Sahih al-Bukhari, ein Kapitel natürlich geschrieben, wo er gesagt hat, sozusagen, dass das Wissen vor Wort und Tat kommt. Und dann hat er auch den Vers angeführt von Allah Azza wa Jal, wo Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Muhammad das erwähnt. Und das findet man natürlich in den Aqidah-Werken und in den anderen Aussagen der Ulama. Und in diesem Zusammenhang erwähnen wir diese Tage von Dhul-Hijjah, weil wir natürlich das Wissen uns aneignen wollen, bevor wir nach etwas handeln. Und in diesen Tagen von Dhul-Hijjah kommen auf uns gewaltige Tage, auf die wir jetzt inshallah eingehen werden. Und der Unterricht ist aufgeteilt in verschiedene Kapitel, wovon der erste ist, was ist Ihr Vorzug? Also was ist der Vorzug von Dhul-Hijjah überhaupt? Allah subhanahu wa ta'ala schwört auf diese Tage, auf diese 10 Tage, und die Grundlage besagt, dass sozusagen nichts, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei nichts schwört, außer dass es gewaltig ist, außer dass es eine gewaltige Stellung hat bei Allah subhanahu wa ta'ala oder eine hohe Wichtigkeit, wie zum Beispiel, was wir gerade gehört haben von Surat al-Asr, dass Allah azza wa jal bei dem Zeitalter geschworen hat oder beim Nachmittag geschworen hat. Weil dieser Nachmittag oder die Zeit an sich ist für jeden wichtig. Weil davon hängt auch dein Ende ab, ob es das Paradies ist oder die Hölle ist. Deswegen ist das wichtig, worauf Allah subhanahu wa ta'ala, oder dass wir eine Beachtung schenken, worauf Allah subhanahu wa ta'ala schwört. Und Allah subhanahu wa ta'ala schwört dann auf andere Dinge,
wie zum Beispiel bei der Morgendämmerung. Und von diesen Sachen, worauf Allah Ta'ala schwört, sind diese 10 Tage. Genauso wie Allah Ta'ala auf die Sonne und den Mond schwört. Allah Subhanahu wa Ta'ala sagt im Koran, wal fajri wa layalin ashr. Allah sagt sinngemäß bei der Morgendämmerung und den 10 Nächten. Und die Mehrheit der Gelehrten sagt, dass damit die 10 Tage von Dhul-Hijjah gemeint sind, nach einer Ansicht der beiden Ansichten der Salaf. Und das ist auch die Ansicht von Ibn Kathir. Das heißt, diese 10 Nächte, worauf Allah, die Allah Azzawajal erwähnt in Surat al-Hajj, in Surat al-Fajr, Entschuldigung, in Surat al-Fajr, hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit. Sind damit die 10 Tage von Ramadan gemeint oder sind damit die 10 Tage von Dhul-Hijjah gemeint? Und nach der Mehrheit der Gelehrten sind damit die 10 Tage von Dhul-Hijjah gemeint, worauf Allah subhanahu wa ta'ala hier schwört. Der zweite Vorzug, darin gibt es einen Tag, an dem Allah Ta'ala unsere Religion vervollkommnet hat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hat in diesen 10 Tagen, an einem Tag davon, unsere Religion vervollkommnet. Und zwar wird überliefert, جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله أكبر. Von Tariq bin Shihab wird überliefert und diese Überlieferung ist sahih von Sheikh al-Albani klassifiziert worden. Von Tariq bin Shihab wird überliefert, und dass er sagte, es kam ein Mann von den Juden zu Umar ibn al-Khattab, der sagte, ein jüdischer Einwohner kam zu Umar ibn al-Khattab, der sagte, O Führer der Gläubigen, ein Vers in eurem, den ihr liest, in eurem Buch, den ihr liest, wäre es auf uns Juden herabgekommen, hätten wir diesen Tag als Festtag genommen, als Eid genommen. Da sagte Umar ibn al-Khattab zu ihm, welcher Vers ist das, den du meinst? Dann sagte er, sinngemäß, was Allah Ta'ala sagt, heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Ja, das findet man das ist Surat al-Ma'idah, ganz zu Beginn der Surah. Dann sagte Umar ibn al-Khattab dann auf ihn, فقال Umar, عمرو إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في يوم الجمعة. Er sagte, ich kenne den Ort, an dem es herabgekommen ist, und den Tag, an dem es herabgekommen ist, ist es auf den Gesandten Allahs صلى الله عليه وسلم herabgekommen bei Arafa an einem Freitag. Und Arafa, der Tag von Arafa, was? Ist ja in den 10 Tagen von Dhul-Hijjah. Dann auch zu einem Vorzug, das heißt, wir haben jetzt 2 Vorzüge. Ein dritter Vorzug ist, wir haben auch eine Vervielfachung der Löhne in ihr. Das heißt, die Löhne in diesen 10 Tagen sind vervielfacht. Und auch das Gedenken, al-Dhikr, in ihr ist gesetzlich. Speziell in diesen Tagen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Allah Ta'ala sagt sinngemäß, damit sie allerlei Nutzen für sich erfahren und den Namen Allahs an wohlbekannten Tagen über den aussprechen, womit er sie an den 4 Füßlern unter dem Vieh versorgt hat. Es selbst davon und gebt dem Elenden, dem Armen zu essen. Und die wohlbekannten Tage, also diese fi ayyamil ma'lumat, die wohlbekannten Tage sind die 10 Tage von Dhul-Hijjah. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem anderen Vers, wadhkuru Allah fi ayyamin ma'dudatin, fa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayh, wa man ta'akhkhara fala ithma alayh liman ittaqa. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. Und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl von Tagen. Ja?
während einer bestimmten Anzahl von Tagen. Das heißt, die Tage unterscheiden sich in zwei Arten. Wohlbekannte Tage, das sind die 10 Tage von Dhul-Hijja, in dem Vers, den wir gerade erwähnt haben, und die bestimmte Anzahl von Tagen. Das heißt, diese Ayyaman, fi Ayyamin Ma'dudat. Damit sind die bestimmte Anzahl von Tagen, damit sind die Tage des Tashriqs gemeint. Die Tage vom Tashriq, das heißt sozusagen die Tage nach dem Eid. Ein fünfter Vorzug ist das Zeugnis des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallama, dass sie diese Tage die besten Tage des Diesseits sind, der Dunya. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallama, وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die besten Tage des Diesseits sind die 10 Tage von Dhul Hijjah. Sind die 10 Tage von Dhul Hijjah. قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. Und dann wurde gesagt, und auch nicht besser als auf dem Wege Allahs. Er sagte, und auch nicht besser als auf dem Wege Allahs, außer dass ein Mann sein Gesicht mit Staub bedeckt wird. Ja. Und es gibt eine Meinungsverschiedenheit, das ist sehr, sehr interessant. Eine Meinungsverschiedenheit, ein Ikhtilaf unter den Rechtsgelehrten. Welche Tage sind besser? Sind die letzten 10 Tage von Ramadan besser? Oder die ersten Tage von Dhul-Hijjah besser? Welche Tage sind besser? Und hierzu gibt es 3 Ansichten der Rechtsgelehrten. Die erste Ansicht ist, dass die letzten 10 Nächte von Ramadan besser sind. Die zweite Ansicht ist, dass die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah besser sind. Und da gibt es eine 3. Ansicht, und das ist, Wallahu A'lam, die richtigere Ansicht. Das ist die Ansicht von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Er hat zwischen den ersten beiden Ansichten kombiniert und verknüpft. Er sagt, was sagt er? Er sagt, der Tag ist ja was? Der komplette Tag, 24 Stunden, ist ja in 2 Hälften geteilt. Eine Nacht und ein Tag. Was dann sagte er? Die letzten 10 Nächte von Ramadan, das heißt, die letzten 10 Nächte von Ramadan sind hinsichtlich der Nacht besser. Sind hinsichtlich der Nacht besser. Was aber die Tage anbetrifft, so sind die Tage von Dhul-Hijjah besser hinsichtlich ihrer Tage, das heißt am Tag. Und das ist eine Kombination aus den beiden. Warum? Weil hinsichtlich den Nächten, da gibt es was? Da gibt es eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Darin ist der Koran herabgekommen. Darin gibt es das Nachtgebet. Das heißt, hinsichtlich der Nacht sind die 10 Tage von Ramadan besser. Was aber der Tag anbetrifft, so sind die Tage von Dhul-Hijjah besser. Weil da gibt es was? Arafa, da gibt es Al-Adha, da gibt es Al-Hajj und so weiter und so fort. Ein weiterer Vorzug dieser 10 Tage ist, darin gibt es den Tag von Arafa. Und zwar, wann ist der Tag von Arafa? Am 9. Dhul-Hijjah. Am 9. Dhul-Hijjah, und das ist der beste Tag des Jahres, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er sagte, von Abi Qatada, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siyamu yawmi Arafa, inni ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Er sagte, Abu Qatada überliefert, dass er sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fasten vom Tag vom Arafa erhoffe ich von Allah, dass er das Jahr davor und das nach ihr tilgt. Das heißt, 2 Jahre Tilgung von Sünden. Und hiermit sind die kleinen Sünden gemeint und nicht die großen. Ja? Und das Fasten von Arafah, das ist mit Konsens der Gelehrten erwünscht. Außer für die Pilgerer. Das heißt, diejenigen, die in der Hajj sich befinden, die zurzeit sich auf der Hajj befinden, die, für sie ist das nicht erwünscht, dass sie fasten am Tag von Arafah. Warum? Weil sie sich sozusagen an diesem Tag am Berg befinden von Arafah und Dua machen. Deswegen brauchen sie diese Kraft, damit sie sozusagen Dua machen. Aber diejenigen, die nicht auf der Hajj sich befinden, keine Pilgerer sind, für sie ist das erwünscht, an diesem Tag zu fasten. Auch sind das die gewaltigsten Tage, bei Allah subhanahu wa ta'ala.
Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna a'zama al-ayyami 'inda Allahi tabaraka wa ta'ala yawm an-nahr thumma yawm al-qarr. Er sagte, die gewaltigsten Tage bei Allah ist der Tag der Schächtung und anschließend der Tag der Niederlassung. Das heißt, Yawm al-Qarr, das heißt übersetzt Tag der Niederlassung und der wurde so genannt. Ja, warum? Weil, also Tag der Schächtung ist ja der 10. Tag von Dhul-Hijjah, weil der 9. ist ja Arafah. Der 10. Tag ist Tag der Schächtung, das ist dann Eid. Und am Tag der Niederlassung, das heißt Yawm al-Qarr, das ist der 11. Tag von Dhul-Hijjah und das ist während der Hajj, wo die Menschen sich in Mina niederlassen. In Mina, das ist eine Station von den Stationen ihrer Pilgerfahrt, in den letzten Handlungen ihrer Hajj. Dann natürlich auch gibt es darin eine Zusammenführung der Mutter aller Anbetungen. Das heißt, alle gewaltigen Anbetungen werden da drin in diesen Tagen vereint. Das Fasten, Al-Dhikr, das Gedenken in ihren verschiedenen Arten, die Lesung des Korans, das Gebet, die Handlung des Pilgerer, ja, und das ist auch, was Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, in Fathul Bari erwähnt hat. Tayyib, das sind die Vorzüge von Dhul-Hijjah. Womit empfangen wir diese Tage? Womit empfangen wir diese Tage? Erstens natürlich die aufrichtige Reue gegenüber Allah von den Sünden. Die aufrichtige Reue gegenüber Allah von den Sünden. Mit ihren entsprechenden Bedingungen, das heißt At-Tauba. Was sind die Bedingungen der Tauba? Erstens die Aufrichtigkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dann zweitens, da bereut er in der zulässigen Zeit und das ist sozusagen die Zeit von seinem Leben, außer in zwei Situationen, wenn die Sonne vom Westen aufgeht und wenn die Seele die Kehle erreicht, das heißt der Tod. Ansonsten hast du, das ist deine zulässige Zeit, während du am Leben bist, bei Allah Azza wa Jal zu bereuen. Die dritte Bedingung ist das sofortige Aufgeben der Sünde oder das sofortige Unterlassen der Sünde. Die nächste Bedingung ist die Entschlossenheit, nicht wieder zur Sünde zurückzukehren. Dann, dass er Bedauern über jene Tage hat, empfindet. Dass er Bedauern über jene Tage empfindet. Und ein optional, was noch als weitere Bedingung hinzugefügt wird, ist, wenn er Rechte von Menschen genommen hat, dass er diese Rechte wiederherstellt. Diese aufrichtige Reue, geehrte Geschwister, hat Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen anbefohlen. In Versen sogar, die erst in Medina herabgekommen sind. In Medina. Und Medina ist ja erst später herabgekommen. Das heißt, am Anfang der Offenbarung und in der späteren Phase der Offenbarung hat Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen anbefohlen, zu bereuen bei Allah azza wa jal. Das heißt, der Gläubige ist immer angehalten, bei Allah subhanahu wa ta'ala zu bereuen. Diese natürlich ist dann gefolgt von einer reinen Absicht, das ist das zweite, wie wir uns vorbereiten, eine reine Absicht, nochmal die zu erneuern und Entschlossenheit gegenüber Allah, dass er das Gute in diesen Tagen vollzieht. Und wenn er auch nachlässig ist, trotzdem wird er für seine gute Absicht belohnt. Und die Absicht, Wallahi, bei Allah, ist eine Sache, die viele unterschätzen. Deswegen sagte einer der Salaf, Ibn Mubarak, er sagte, رُبَّ عَمَلٍ تُكَبِّرُهُ النِّيَّ وَرُبَّ عَمَلٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّ. Allahu Akbar. Guck mal diesen Fiqh von den Rechtsgelehrten. Er sagte, vielleicht eine Handlung, eine Tat, wodurch die Absicht sie groß und gewaltig macht. Und vielleicht eine Handlung, eine Tat, wodurch die Absicht sie klein macht. Eine Handlung, die an sich vielleicht gewaltig ist bei Allah, aber durch die falsche Absicht ist diese gewaltige Tat jetzt klein geworden. Und vielleicht eine kleine Handlung, die vielleicht bei den Menschen etwas nichts bedeutet, vielleicht eine Sadaqa oder ein gutes Wort, was er einem Menschen gesagt hat, aber seine Absicht war so rein gegenüber Allah Azza wa Jal, und die ist so gewaltig, dass Allah Ta'ala ihn deswegen, aufgrund deswegen, vielleicht ins Paradies hereinbringt. Und eine sehr schöne Überlieferung, die hier auch in diesem Zusammenhang zu erwähnen ist, und zwar die Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمِثْلِ أَرْبَعَ
كمثل أربعة نفر: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. Bis zum Ende der Überlieferung. Und zwar, er sagte, das Gleichnis in dieser Nation, das Gleichnis dieser Nation, ist das von vier Menschen. Von vier Menschen. Wer sind diese vier Menschen? Und zwar, ein Mann, dem Allah Reichtum und Wissen gibt. Reichtum und Wissen. So handelt er nach seinem Wissen in Bezug auf seinem Reichtum und gibt ihn so aus, wie er ausgeben werden sollte. Und ein anderer Mann, dem Allah Ta'ala Wissen gibt, aber er gibt ihm kein Reichtum. Was sagt dieser Mann, dieser arme Mann, der Wissen hat? Er sagte, wenn mir Reichtum gegeben worden wäre, wie dieser, hätte ich das getan, was der erste Mensch getan hat. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, sie werden gleich belohnt. Allahu Akbar. Weil der nichts kann dafür, dass er arm ist, aber er hat Wissen. Und der erste hat Wissen und Reichtum und gibt das richtig aus. Dann sagt der zweite, hätte ich das, was er hätte, hätte ich das genau dasselbe getan. Er hat die Absicht gemacht und er wird für dasselbe belohnt. Und dann sagte er, und ein Mensch, dem Allah Reichtum gibt, aber kein Wissen, so verschwendet er seinen Reichtum und gibt ihn auf unangemessene Weise aus. Und ein Mann, dem Allah weder Wissen noch Reichtum gibt, und er sagt, wenn ich Reichtum wie diesen hätte, würde ich das tun, was der dritte Mann getan hat. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, sie sind gleich in ihrer Last, das heißt der Sünde, weil er diese auch unbedingt haben wollte. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er sagte, man atta firashahu, wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-layli, faghalabathu aynah hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqatun alayhi min rabbi. Allahu Akbar. Er sagte, von Abu Darda wird überliefert, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wer zu Bett geht mit der Absicht, nachts aufzustehen, um zu beten, und dann der Schlaf ihn bis zum Morgen überwältigt, dem wird geschrieben, was er beabsichtigt hat, und sein Schlaf ist eine Sadaqa, ein Almosen, eine Spende, die ihm von seinem Herrn gegeben wurde. Dann eine weitere Sache, wie man sich vorbereitet, dass man sich von Sünden entfernt. Was sind die Handlungen, die wir in diesen Tagen vollziehen? Natürlich sollte man wissen, es gibt eine allgemeine Grundlage, dass man das Gute aus allen Gesichtspunkten vermehrt in diesen Tagen ohne Begrenzung, ohne dass man etwas einschränkt. Und schaue auf die Handlungen, die du liebst, und vermehre davon in den 10 Tagen. Vermehre davon in den 10 Tagen. Deswegen kam, und das ist auch eine Sache, worauf der Muslim achten soll und Weisheit und sozusagen Weitsicht haben sollte. Das heißt, wenn er etwas sieht von sich, worin, was er liebt und besonders stark ist darin, dann soll er das vermehren. Dann soll er das vermehren. Besonders in diesen 10 Tagen. Deswegen kamen auch verschiedene Personen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und fragten ihn, welche Handlung ist die beste, o Gesandter Allahs? Er antwortete, jeder Person unterschiedlich. Manchmal sagte er, die Anstrengung auf dem Wege Allahs. Dann sagte er, die gute Behandlung der Eltern. Und manchen sagte er, der Glaube an Allah und seinen Gesandten. Und manchen sagte er, das Gebet zu ihrer Zeit. Ja? Bedeutet aber nicht jetzt hier, dass man die anderen Handlungen unterlässt, nein. Sondern, dass man diese Handlungen spezifisch vermehren soll. Spezifisch vermehren soll. Die Rechtsgelehrten natürlich, die nennen auch noch einige Handlungen, auch die man machen sollte. Und zwar die At-Tauba, die Reue. Die 5 Gebete in den Moscheen für die Männer. Vor allem für die Männer. Die freiwilligen Gebete wie das Duha-Gebet und die 12 Rawatib. Das heißt die Sunan-Gebete, die 12, also 2 vor Fajr, 4 vor Dhuhr, 2 nach Dhuhr, 2 nach Maghrib und 2 nach Isha. Insgesamt sind das 12. Und die Handlungen, was auch eine besondere Anmerkung hier ist, in diesen Tagen sind besonders vervielfacht, was wir erwähnt haben. Denn die Gelehrten sagen, und das ist eine Grundlage, dass der Lohn einer Handlung entsprechend des Ortes und der Zeit vervielfacht wird.
Das heißt, je nachdem, an welchem Ort du befindest oder in welcher Zeit, dementsprechend wird dann auch der Lohn einer Handlung dann vervielfacht. Taib, jetzt ist die Frage, ist die Sünde in der Moschee wie die Sünde auf der Straße? Natürlich nicht, denn die Moschee ist ein geehrter Platz. Und genauso auch in der Zeit von Dhul-Hijjah gilt dieses für das Gute und das Schlechte, dass es dann vervielfacht wird. Und das ist eine gewaltige Sache, auf die man achten sollte. Dann auch natürlich, was in dieser Zeit auch besonders ist, was man machen sollte, die Pilgerfahrt, Al-Hajj. Dann das Fasten. Auch, dass man, wenn man die 10 Tage Alaf durchfasten kann, Alhamdulillah. Und wenn nicht, dann einige Tage. Und wenn gar nicht geht, dann mindestens Yawm Arafah. Dann auch das viele Gedenken, wie der Takbir, der Tahlil, der Tasbih, dass man sagt, Subhanallah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Und besonders der Takbir. Besonders der Takbir. Und hier ist das sehr, sehr wichtig, ob was ich jetzt hier erwähne. Bezüglich den Takbirat, so unterscheiden die Gelehrten zwei Arten von Takbir. Und zwar, der erste Takbir ist Takbir Mutlaq. Und der zweite ist Takbir Muqayyad. Was heißt das auf Deutsch? Takbir Mutlaq, das ist der uneingeschränkte Takbir. Uneingeschränkte Takbir. Wann beginnt der? Der beginnt beim Eintritt von Dhul-Hijjah. Das heißt, wenn beim Maghrib-Gebet der Neumond, bei Ramadan, wenn der gesehen wird, dann beginnt was? Dhul-Hijjah. Und ab da beginnt auch dieser Takbir. Das ist uneingeschränkt und streckt sich aus, bis wann? Bis zum letzten Tag vom Tashriq. Und das ist der vierte Tag vom Eid, weil es gibt ja den Eid. Und danach gibt es noch 3 weitere Tage. 3 weitere Tage. Die nennen sich Tashriq. Ayyamut Tashriq. Das heißt 4 Tage. Wenn die Sonne untergegangen ist an diesem vierten Tag, bis dahin, in dieser Zeit, in diesen Tagen, macht man den Takbir uneingeschränkt, wann man auch immer kann. Dann gibt es den eingeschränkten Takbir. Und das ist, den viele Muslime kennen. Und das sieht man eher häufig von den Älteren. Und dieser unterscheidet sich vom Pilgerer und demjenigen, der nicht pilgert. Wer nicht pilgert, dessen Takbir beginnt vom Morgengebet am Tag von Arafah. Wer nicht pilgert, wer nicht zu Hajj geht, sein Takbir, dieser spezifische Takbir, beginnt vom Morgengebet am Tag von Arafah, das heißt der 9. Dhul-Hijjah. Der 9. Dhul-Hijjah. Und dieser eingeschränkte Takbir bezieht sich auf die Gebete nach dem Taslim, was man sehr oft sieht von den älteren Geschwistern vielleicht, älteren Personen, Muslime, die machen das. Sie haben diese, die bewahren sozusagen oder haben diese Sunnah. Was man vielleicht von den Jüngeren nicht viel sieht. Aber dieser beginnt am Tag von Arafah nach dem Fajr-Gebet. Und nach jedem Pflichtgebet, nach dem Taslim, macht man das. Was den Pilger anbetrifft, so beginnt seine Zeit anders. So beginnt sein Takbir nach dem Dhuhr-Gebet am 10. Tag. Und zwar, der 10. Tag von Dhul-Hijjah ist ja Yawmul Adha, das heißt Tag der Schächtung. Warum? Weil er davor natürlich mit anderen Sachen wie At-Talbiyah beschäftigt ist. Wann ist das Ende? Wann ist das Ende von diesem spezifischen Takbir? Und zwar ist das nach dem Asr-Gebet am 4. Tag vom Eid-Gebet. Weil wir ja gesagt haben, nach jedem Gebet. Das heißt, am Asr-Gebet, und das ist ja das letzte Gebet, bevor der nächste Tag anfängt, und zwar der Maghrib. Nach diesem Asr ist das der letzte sozusagen, der letzte Zeitpunkt, das letzte Gebet, wo man diesen spezifischen Takbir macht. Tayyib. Das ist jetzt der eingeschränkte Takbir, der uneingeschränkte Takbir und der eingeschränkte Takbir. Dass man sagt, Allahu Akbar. Was ist die Sunna dabei? Dass die Männer ihre Stimmen dabei erhöhen, jeder für sich, um die Reden öffentlich zu machen. Die Frau und macht es dann für sich leise. Wenn die Frauen aber natürlich unter sich sind, dann ist die Erhöhung der Stimme zulässig, dann ist es kein Problem. Das bezüglich allgemein von Dhul-Hijjah. Dann, was auch zu erwähnen ist, sind jetzt die Themen bezüglich Al-Udhiyah, das heißt die Schächtung. Weil das sozusagen an vielen dann auch vorbeikommen wird.
diese Angelegenheit. طيب الأضحية haben wir auch verschiedene Teilbereiche. Al-Udhiyah, die Schlachtung. Was ist die Definition von Al-Udhiyah? Das ist ein Opfertier von den vier Füßlern unter dem Vieh. Das heißt Behimatul An'am. Von den vier Füßlern unter dem Vieh. Was ein bestimmtes Alter erreicht hat. Was nach dem Gebet des Imams geschlachtet wird. Also das heißt nach dem Eid-Gebet von Eidul Adha, vom Opferfest. Als Anbetung und Annäherung zu Allah am 10. Tag von Dhul-Hijjah. Das ist Al-Udhiyah. So definieren es die Gelehrten. Tayyib, wer führt diese Schächtung durch? Und zwar ist es die Sunna derjenigen, die nicht auf der Pilgerfahrt sind. Al-Udhiyah. Diese Schächtung, Art von Schächtung, wird oder diese Praxis wird für diejenigen bezeichnet, die nicht auf der Hajj sind. Und das ist der Unterschied zwischen Al-Udhiyah und Al-Hadi. Al-Hadi, das nennt man, das ist die Bezeichnung für die Schächtung der Pilgerer. Und wir reden jetzt aber über Al-Udhiyah. Al-Hadi ist nochmal ein anderes Thema, spezifisch im Bereich von Al-Hajj. Aber wir reden jetzt über Al-Udhiyah, diejenigen natürlich, die jetzt nicht auf der Hajj sich befinden. Was ist das Urteil von Al-Udhiyah? Und hier gibt es eine unterschiedliche Rechtsmeinung unter den Rechtsgelehrten. Manche sagen, das ist eine Pflicht. Natürlich mit der finanziellen Fähigkeit ist es damit verbunden. Und manche sagen, dass es eine Sunna Mu'akkada ist, das heißt eine bekräftigte Sunna. Und das ist die richtige Meinung. Wer dazu fähig ist, und derjenige, der nicht dazu fähig ist, das heißt finanziell, so hat er keine Sünde begangen, jedoch hat er eine gewaltige Anbetung dadurch natürlich unterlassen. Wozu ist derjenige verpflichtet, wer die Schächtung machen möchte? Für ihn ist es verboten, und darauf kommen wir auch, derjenige, der in Dhul-Hijjah sich befindet und beabsichtigt, die Schächtung durchzuführen oder das in Auftrag zu geben, dass er nichts von seinen Haaren, seinen Nägeln oder Teilen seines Körpers etwas wegnimmt. Und das ist die Überlieferung von Salama, die sie sagte, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. Berichtet von Muslim. Salama berichtet, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم gesagt hat, wenn die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah beginnen, dann, und einer von euch ein Opfer darbringen möchte, das heißt diese Schächtung, soll er nichts von seinem Haar oder seiner Haut entfernen. Und diese Art und Weise vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist eine Untersagung. Und eine Untersagung bei den Rechtsgelehrten führt, was erfordert ein Verbot, dass es Haram ist. Und hier haben auch natürlich die Rechtsgelehrten unterschiedliche Meinungen, ob das Makruh ist oder ob das Haram ist. Also ist das etwas, was verhasst ist? Bedeutet, wenn ich das unterlasse, begehe ich keine Sünde? Und ob das Haram ist? Das heißt, wenn ich das mache, dann, wenn ich das unterlasse, das heißt, indem ich dann sozusagen dieses umsetze und etwas von meinen Nägeln entferne, dann hat er damit eine Sünde begangen. Die richtige Meinung ist, dass es eine Sünde ist. Haram. Man macht eine Sünde, wenn man das macht. Und das ist auch die Ansicht von Sheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. Warum? Weil die Grundlage bleibt, dass es verboten ist, bis wir ein Indiz haben, dass dieses Verbot sozusagen, überträgt auf etwas, was makruh ist. Und das sind Grundlagen, die lernt man dann in Usul al-Fiqh. Weil was ist die Weisheit dahinter? Die Weisheit dahinter, warum man das macht, dass derjenige das macht, ist, weil diejenigen, die nicht in der Pilgerfahrt sind, nicht von dem verwehrt bleiben, was für die Pilger gesetzlich ist. Was heißt das? Weil sobald der Pilgerer im Ihram-Zustand sich befindet, so soll er auch nichts von seinen Haaren und Nägeln entfernen. Und die Person, die nicht in der Hajj ist, ist ja von dieser gewaltigen Anbetung verwehrt. Da sagen die Rechtsgelehrten, da die Person, die nicht in der Pilgerfahrt ist, von diesen Riten, gewaltigen Riten der Hajj und der Umrah,
verwehrt ist, ist er dann angehalten, diese Regel zu befolgen, damit er denjenigen ähnelt, die an dieser heiligen Stätte sich befinden. Das heißt, dass dieses Urteil nicht zu nehmen von den Haaren und von den Nägeln, damit er den Pilgern ähnelt in dieser Angelegenheit. Weil sie natürlich von anderen Sachen ausgeschlossen sind, die gewaltig sind in der Anbetung. Frage: Wenn ich eine Person beauftrage, für mich zu schächten, ist wer angehalten, nichts von seinen Nägeln zu entfernen? Und diese Regeln, die hängen mit dem Besitzer des Geschächteten zusammen. Das heißt, der Beauftragte hat nichts mit den Regeln zu tun. Wenn jemand beauftragt, und das ist eventuell, was meistens heutzutage stattfindet, dass ich jemanden beauftrage, für mich zu schächten, so muss ich, der Auftraggeber, mich an diese Regel halten. Der Beauftragte muss sich nicht an diese Regel halten. Taib, nächste Frage. Wenn der Vater für sich und seine Familie schächten möchte, muss seine Familie auch sich an die Regeln halten, nicht vom Körper zu entfernen, das heißt Frau oder wer auch immer? Nein, nur der Vater hält sich daran und nicht seine Frau und seine Kinder, denn das Urteil hängt nicht mit ihnen zusammen. Taib, was ist das Urteil, wenn mir jemand von seinen Haaren oder Nägeln etwas entfernt? Wenn er unwissend oder vergesslich war deswegen, dann liegt auf ihm keine Sünde, denn Allah Azza wa Jal sagt, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Unser Herr, belage uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder Fehler begehen. Bei was ist derjenige, der absichtlich etwas entfernt? Der hat eine Sünde begangen, der ist angehalten, bei Allah Azza wa Jal zu bereuen. Jedoch muss er keine Sühne leisten und er macht trotzdem seine Schächtung. Die führt er durch. Weil was sind die Gültigkeitsbedingungen oder was sind die Bedingungen vom Schächten? Erstens, dass er von den vier Füßlern unter dem Vieh, das heißt Behematul An'am, etwas schächtet. Und dazu gehören das Kamel, die Kuh und das Kleinvieh, Al-Ghanam. Und die unterscheiden sich in zwei Arten. Einmal das Schaf und die Ziege. Das heißt Al-Ma'z und Al-Dha'n. Auf Arabisch. Diese vier Sachen, nur die gelten für die Schächtung, alles andere überhaupt nicht. Davon ausgeschlossen sind zum Beispiel das Huhn, das Kaninchen, weil natürlich einige unwissende Geschwister sie behaupten, so etwas mit der Begründung, dass das Schaf zu teuer ist und sie die Muslime nicht von dieser Anbetung verwehren wollen. Das heißt, sie haben eigentlich eine gute Absicht und kommen und sagen, ja, wir wollen die Geschwister, die Muslime, die armen Muslime nicht von dieser Anbetung verwehren. Deswegen sagen wir, okay, sie sollen auch dann, was auch immer dann schächten, sei es ein Hähnchen oder ein Kaninchen oder was auch immer. Und deswegen erlauben sie dann ihnen das Schächten von etwas Leichterem. Und das ist aber nicht richtig. Das ist aber nicht richtig, weil der Islam, wenn jemand eine Erschwernis hat, so öffnet für ihn der Islam was Erleichterung. Und dann ist er auch befreit. Zweite Bedingung, dass er da, oder dass es, also einer von diesen Vieh, das anerkannte gesetzliche Alter erreicht. Und das ist abhängig vom geschächteten Vieh, vom Tier, was man schächtet. Das Kamel mit all ihren Arten ab 5 Jahre. Das heißt, wenn ein Kamel 5 Jahre erreicht hat, dann darf man das schächten. Bei der Kuh sind das ab 2 Jahre. Und das Kleinvieh unterscheidet sich ja in zwei Arten, haben wir gesagt, Al-Ma'z, und das ist die Ziege, die ist ab 1 Jahr, und das Schaf, auf Arabisch Ab-Ba'n, ab 6 Monate. Die dritte Bedingung ist, das heißt, wir haben als erstens die Gruppen der Tiere jetzt definiert, dann zweitens das Alter, und drittens, das Geschächtete darf keine Mängel aufweisen, keine Fehler aufweisen. Diese Mängel, die unterscheiden sich in zwei Arten. Erstens, Mängel, die absolut nicht zulässig sind. Das heißt, wenn ein Tier diesen Mangel aufweist, darf man es nicht als nicht zur Schächtung nehmen. Und Mängel, die zulässig sind, aber verhasst sind, dass man das macht. Oder dass diese vorhanden sind. Die Mängel, oder bezüglich den Mängel, die Grundlage in den Mängeln bezüglich der Beschreibung ist die Überlieferung von Bara ibn Azib. Bara ibn Azib bei Abu Dawud. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam
sagte, Arba'un, la yudhaha bihinna, al-awra'u al-bayyin awaruha, wal-maridatu al-bayyin maraduha, wal-arja'u al-bayyin dhala'uha, wal-ajfa'u allati la tunqi. طيب, was heißt das übersetzt? Und zwar, sagt, diese vier, die nicht geschächtet werden, diese vier, das einäugige Tier, das offensichtlich auf einem Auge blind ist. Erste Gruppe. Zweite Gruppe, das kranke Tier, das offensichtlich krank ist. Dritte Gruppe, das lahme Tier mit einem offensichtlichen Hinken. Ja? Und das viertens, und das Tier, das so abgemagert ist, dass es, als ob es kein Mark in seinen Knochen hätte. Kein Mark in seinen Knochen hätte. Das heißt, die erste Gruppe, diese offensichtliche Blindheit. Ein Auge reicht aus. Das heißt, wenn derjenige das Tier sieht und er sieht offensichtlich klar, dass das Tier auf einem Auge blind ist, dann darf man es nicht nehmen. Offensichtliche Blindheit. Wenn ein Auge ausreicht, dann erst recht, wenn beide Augen blind sind. Dann auch eine deutliche Krankheit. Deutliche Krankheiten, die man sieht. Ja? Oder deutliche Lahmheit, wie zum Beispiel abgetrennte Füße oder Arme. Ja, ein Bein fehlt von dem Tier. Ja? Oder, und das erkennt man auch dadurch, dass sie nicht imstande ist, mit den gesunden Tieren zu laufen. Ja? Und das unabhängig, das heißt, es gibt ja auch eine Herde. Und wenn man sieht, dass ein bestimmtes Schaf nicht hinter den gesunden Tieren hinterherlaufen kann, dann ist das klar und deutlich. Ja? Und das unabhängig, ob es von Geburt ist oder plötzlich vorhanden. Oder zum Beispiel, oder ein weiterer Fehler, deutliche Abmagerung, sodass dessen Fleisch nicht das Knochenmark erreicht hat. Dann gibt es auch Mängel, die zulässig sind, aber verhasst sind. Zum Beispiel, was wir gerade gesagt haben, leichtere Krankheiten, wie zum Beispiel eine Erkältung, das erkennt man jetzt nicht direkt. Oder keine offensichtliche Blindheit. Eine undeutliche Lahmheit und eine undeutliche Abmagerung. Und natürlich im Detail, da gibt es viele weitere Krankheiten, die beschrieben werden spezifisch von diesen Tieren. Das nimmt man natürlich in den Werken von Al-Fiqh. Aber das sind Sachen, die hier zu erwähnen sind, falls jemand tatsächlich das macht, dass man weiß, okay, es gibt sowas, dann muss ich mich darum beschäftigen, weil sonst würde jetzt der Unterricht, würde jetzt sich jetzt sehr, sehr in die Länge ziehen, dass die Person weiß, aha, wenn ich etwas selbst schächten möchte, dann muss ich diese Sachen beachten. Und dann findet man das in den Büchern von Al-Fiqh, um das zu machen. Tayyib, dann die vierte Bedingung ist, dass es von jemandem durchgeführt werde, es muss von jemandem durchgeführt werden, der auch natürlich dazu befähigt ist zu schächten. Und was meinen die Gelehrten damit? Die Gelehrten meinen damit Muslim, Christ oder Jude. Aber, weil wir sozusagen ja natürlich für uns erlaubt ist, von den Christen und von den Juden das Fleisch zu essen. Aber das ist für das allgemein für das Fleisch. Was aber von Eid al-Adha an betrifft, von Eid al-Adha spezifisch an diesem Opferfest, so darf man niemanden beauftragen, keinen Juden und keinen Christen, sondern nur einen Muslim. Das ist hier eine Ausnahme, dass man das auch weiß. Die fünfte Bedingung ist, dass man Bismillah ausspricht. Und wenn man das nicht ausspricht, dann ist es verboten, dieses Fleisch zu essen. Das ist Wajib. Und wenn er den Takbir hinzufügt, dann ist das auch besser. Und dass er noch weiter hinzufügt, Allahumma hada minka walak. Das heißt, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada minka walak. Das heißt, oh Allah, das ist von dir und für dich. Und dann auch, Allahumma taqabbal min fulan wa ali fulan. Oh Allah, akzeptiere von so und so und der Familie von so und so. Und dann kann man unbegrenzte Personen Anteile am Lohn haben lassen, wenn man schächten lässt oder selbst schächtet. Was muss man dabei machen, wenn man das macht? Man sagt Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada minka walak. Dabei trennt man danach beide Halsschlagadern, links und rechts, die sozusagen im Hals verlaufen.
Dabei müssen aber nicht die Speiseröhre und die Luftröhre durchtrennt werden. Das heißt, vier Sachen gibt es. Wir haben beide Halsschlagadern, Luftröhre und die Speiseröhre. Und da gibt es einen Riesenechtelaf, was davon durchgetrennt werden muss. Aber es reichen beide Halsschlagadern. Wenn aber noch natürlich die Luftröhre und die Speiseröhre zusätzlich noch, dann ist die Schächtung vervollständigt. Dann die sechste Bedingung ist, dass das Geschächtete nicht gültig ist, außer nach dem Gebet des Imams. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Man dhabaha qabla salati fa innama dhabaha li nafsi, wa man dhabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnat al-muslimin. Berichtet von Bukhari. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Derjenige, der das Tier vor dem Gebet opfert, vor dem Eidgebet, schlachtete es tatsächlich für sich. Und wer nach dem Gebet schlachtete, wurde sein Opferritual vollständig und er hielt sich tatsächlich an die religiöse Praxis der Muslime. Das heißt, hier ist das in dem Sinne. Und die Zeit der Schächtung beginnt vom Ende des Eidgebets, das heißt, wenn nach dem Eidgebet, bis zum letzten Tag des Tashriqs, bis zum Sonnenuntergang. Bis dahin hat man Zeit. Weil wie ist der Ablauf der Schächtung? Es gibt zwei Arten der Schächtung. Einmal Al-Nahr und einmal Al-Dhabh. Und Al-Nahr, diese Art und Weise, diese Methode, wendet man beim Kamel an. Dass man mit möglichst einem spitzen Gegenstand in die Senke zwischen Hals und Brust des Tieres sticht. Von dort aus fließt dann das Blut. Das Tier steht dabei auf allen Vieren und der linke Vorderhuf des Tieres ist dabei gefesselt, damit es nicht weiterhin einen weiteren Schaden erleidet. Und das ist auch, was Ziyad bin Jubayr berichtet, dass Ibn Umar zu einem Mann kam, der sein Kamel schlachtete, als es saß. Da sagte er: Lass es stehen und kette es an, dass dies ist die Sunna von Muhammad, berichtet von Muslim. Die zweite Methode ist Al-Dhabh. Beim Dhabh legt man das Tier auf die linke Seite. Und das hängt davon ab, ob man mit der rechten Hand oder linken Hand schächtet. Wenn man mit der rechten Hand schächtet, dann legt man das Tier auf die linke Seite liegend. Dieses Tier und durchtrennt dabei diese vier Sachen, die wir gerade erwähnt haben. Von Anas wird überliefert, dass er sagte: Dhaha an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bi kabshayni amlahayn, فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. رواه البخاري. Besser sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schächtete zwei weiß mit schwarzfarbige Widder als Opfer. Und dann sagte er: Und ich sah, wie er seinen Fuß auf ihre Seite setzt und Allahs Namen und den Takbir erwähnte. Dann schlachtete er sie mit seinen eigenen Händen. Dann schächtete er das Tier mit seinen Händen. Was sind die Sunnan bei diesem Schächten? Dass man erstmal was? Dass das Messer scharf macht. Dann, dass das Tier das Messer auch nicht sieht. Damit es sozusagen, weil das Tier selbst hat auch Gefühle. Dann ihre Wendung. Man wendet das Tier, wenn es dann liegt, wenn man das mit der rechten Hand schächtet, auf der linken Seite. Wenn man das mit der linken Hand schächtet, dann auf der rechten Seite, liegend in Richtung der Qibla. Und das ist die Aussage der Mehrheit der Gelehrten. Dann, wenn er das Tier mit der linken Hand schächtet, das haben wir gerade erwähnt. Und wie ist die Aufteilung des Geschächteten? Und zwar, da ist man, was das Beste, was man machen kann, ist, man isst einen Teil davon, man teilt es in drei Teile. Man isst einen Teil davon, verschenkt einen Teil und spendet einen Teil. Verschenkt einen Teil zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen Spenden und Verschenken? Verschenkt einen Teil an einer reichen Person. Das ist ein Geschenk, weil er das nicht benötigt. Und spendet einen Teil, das sind was an die armen Leute. Und das ist das Beste. Und wenn er alles behalten möchte, dann ist das auch kein Problem. Aber das ist das, was er machen kann. Man isst davon nach dem Festgebet, nach dem Eidgebet. Dann, was auch zulässig ist, dass man das Geschächtete oder dass man dass der Anteil daran sich aufteilt. Bedeutet, wenn ich jetzt ein das ist nur für gültig nur für die Kuh oder für das Kamel.
Das heißt, für ein Kamel oder eine Kuh können 7 Personen sich das aufteilen, den Preis dafür, für das Schächten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kuh kaufen möchte für 700 Euro, dann zahlt jeder 100 Euro an Anteil und dann können sich 7 Personen das teilen. Und das ist aber nur für die Kuh oder für das Kamel. Für das Schaf und die Ziege nicht, da ist es nur eine Person. Wenn aber auch 5 Leute sich das aufteilen wollen, ist auch kein Problem. 6 auch kein Problem. 8 nicht mehr, weil der Beweis ist darauf beschränkt. Und zwar, Jabir ibn Abdullah sagte, im Jahr sozusagen in Am al-Hudaybiyah, da sagte Jabir ibn Abdullah, Naharna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Am al-Hudaybiyah al-Badanata an Sab'atin wal-Baqarata an Sab'atin. Rawahu Muslim. Er sagte, im Jahr von Hudaybiyah opferten wir zusammen mit den Gesandten Allah sallallahu alayhi wa sallam ein Kamel für 7 Personen und eine Kuh für 7 Personen, berichtet von Muslim. Und der Ehemann oder der Vater, der kauft ja, oder wenn jetzt zum Beispiel 7 Männer sich das aufteilen und jeder Mann macht das im Namen von sich und seiner Familie, dann ist das kein Problem. Das heißt, jedes Siebtel von diesem Anteil, von diesem Ganzen, ist für sich und seine Familie. Das ist auch kein Problem. Dann die letzte Frage, und damit kommen wir zum Ende, inshallah. Ist das Opfer eines Tieres für einen Verstorbenen erlaubt oder nicht? Das heißt, darf ich ein Opfertier bringen für einen Verstorbenen, damit er den Lohn bekommt? Wenn der Verstorbene in seinem Testament es erwähnt hat, dass das gemacht werden soll, dann macht man das. Dann führt man das durch. Das heißt, wenn der Verstorbene in seiner Wasiyya das hinterlassen hat oder erwähnt hat, dann macht man das. Wenn der Verstorbene es aber nicht erwähnt hat, dann gehört es nicht zur Praxis der Salaf, dass sie für ihre Verstorbenen spezifisch geschächtet haben. Spezifisch, nur alleine für sie. Und wir sehen das in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Seine Frau ist verstorben, sein Onkel ist verstorben, sein Sohn ist verstorben, Ibrahim. Und noch weitere von seinen Familien. Gab es einen Beweis, wo er spezifisch für jemanden etwas geopfert hat oder geschächtet hat? Nein. Und die Salaf haben das auch nicht gemacht. Deswegen sollte man das unterlassen. Ich sag jetzt nicht, dass das Bid'a ist oder Haram ist, aber man sollte es nicht machen, weil es auch nicht überliefert worden ist von den Salaf. Aber, und das ist die dritte Kategorie, wenn ich jetzt im Namen von mir und meiner Familie schächten möchte, dann darf ich das in dem Namen der lebendigen Familienmitglieder und der verstorbenen Familienmitglieder es machen. Dann ist das erlaubt. Das heißt, wir haben drei Kategorien, zwei davon ist es erlaubt und eine davon sollte man nicht machen. Die eine Art ist, dass man das spezifisch für den Verstorbenen das macht und für die anderen zwei Arten, wenn der Verstorbene in seiner Wasiyya, in seinem Testament das hinterlassen hat, erwähnt hat, dann macht man das. Und wenn man sozusagen als Vater das macht, für die lebendigen Familienmitglieder in ihrem Namen und im Namen der Verstorbenen, dann ist das auch zulässig. Und diese Unterteilung erwähnt auch Sheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'a. Und das ist natürlich jetzt grob gefasst von den wichtigsten Dingen, wo ich denke, dass das die meisten Muslime betrifft, hier in Deutschland hinsichtlich der Schächtung, was für sie wichtig ist zu wissen. Und vor allem als die Einführung über den Vorzug und wie man sich auf die gewaltigen Tage vorbereitet. Habe ich etwas Gutes gesagt, es ist von Allah Azza wa Jal. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, es ist von mir und Ash-Shaytan. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.